So, hier ist Bürosituation. Leute, hier sitzen normalerweise mehr Leute, aber wir sind heute irgendwie in knapper Belegung, ne? Oder? Madeleine? Kati ist im Urlaub oder was? Franz ist im Urlaub? Was fällt denen allen ein eigentlich? Hä? Es ist nicht zu fassen. Genau, Irina auch im Homeoffice, ist ja heutzutage, ne? Wir sind ja alle so moderne Unternehmen und immer mehr Homeoffice und so. Wo ist denn dein Schreibtisch? Mein Schreibtisch ist hier. Hier sitze ich. Guck, hier ist meine, ist die Bohrkrone. Kleines Bierchen, nicht? Auch wichtig. So, und hier sitzt der Marco. Dann habe ich hier so einen senkrechten Monitor für, Rechnungen und so ein Scheiß, ne? Was man halt so Bilanzen und kaufmännischen Zeug und hier lese ich E-Mails und hast du nicht gesehen. Zeug halt. Was mache ich noch selbst? Na, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber der Bildschirm ist noch immer da. Ich weiß es auch nicht. Ja, manchmal brauche ich den für Dokumente. Ist schon geiler auch so ein DIN A4-Format, ne? DIN A4-Format sich auch auf einem senkrechten Bildschirm anzuschauen. Madeleine, wie viele Stunden in der Woche sitze ich hier? Also nicht so viel. Aber der Hammer des Richters liegt trotzdem auf deinem Platz. Ja, ist richtig. Manchmal muss ich ja auch Streit schlichten hier oder so, ne? Dann sage ich an. Ein bisschen Hausordnung muss schon auch sein. Hier ist so eine Fotosituation. Das heißt, hier wird sich hingestellt, wenn wir neue Modelle haben oder so, nicht? Ja, so eine Fotostudio-Situation. Da wird sich irgendwie, dann posen die Leute hier irgendwie und dann werden Fotos gemacht. Das ist unser Showroom hier. Hier haben wir unsere Produkte ausgestellt. Das ist hier gerade die neuere Kollektion. Das ist unser neuer Jaro-Witt hier, eine neue Jacke, die wir mal gemacht haben. Wir haben schicke Damenmäntel und Herrenmäntel hier. Ein- und Zwei-Reiher, Hemden hier. Das Hemd, das kennt ihr ja schon, da habt ihr auch irgendwie positiv drauf geantwortet auf jeden Fall. Genau, verschiedene Produkte. Also unsere, was wir halt hier haben, Bettwaren haben wir hier natürlich. Unsere Matratze, die wir herstellen. Also so verschiedene Sachen, alles in unserem Showroom. Also mittlerweile bin ich eigentlich eher stolz, nicht auf ein Produkt, sondern auf die Vielfalt der Produkte, die wir haben. Wir haben vom Schuh bis zur Mütze können wir Menschen komplett einkleiden in richtig extrem funktionalen Textilien. Wo ich sagen würde, da gibt es eigentlich nichts Krasseres als das, was wir machen. Und mittlerweile schaffen wir es halt auch, nicht nur mit dieser Wolle, nicht nur Funktion zu machen, sondern das auch ein bisschen mit Fashion zu verbinden. Und das ist schon so, da haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal. Bin ich schon stolz drauf. Ja. Immer. Weiß ich nicht, das ist verschieden, aber so, keine Ahnung. Am Tag sage ich jetzt mal 20 Leute vielleicht, das ist jetzt nicht so viel. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir versuchen, das zu bündeln dann. Also wir machen Tag der offenen Tür regelmäßig und da kommen dann ganz viele Leute, dann ist das einmal gebündelt und dann kleckern die nicht so irgendwie über die Zeit. Aber natürlich kann man jederzeit hierher kommen, von 8 bis 15.30 Uhr sind wir hier und kann man hier einkaufen. Ja? So, hier ist Silkes Reich, das ist unsere Küche. Ne, Silke? Das Beste ist die Spüle, sowieso. Ja, ja. Und es ist auch alles trocken, oder? Ja. Und warm ist das auch bei dir hier, Silke, ganz schön. So, hier ist unsere Näherei. Hier ist sozusagen where the magic happens. Hier sitzen normalerweise bis zu 10 Leute und tackern die Sachen zusammen. Ich kann die alle selber bedienen. Ich kann die auch alle selber warten, instand setzen, heile machen, einstellen. Das ist sozusagen auch mein Bereich hier in der Firma. Das hat damit zu tun, dass wir ja immer oder ganz häufig auch Sachen machen, die unkonventionell sind. Und wenn man das Mitarbeitern überlässt, dann ist das oft so, dass sie sagen, nee, das geht nicht. Und damit kann ich mich immer sehr schwer abfinden sozusagen und dann muss ich es selber probieren. Zum Beispiel, hier seht ihr ja, wir fassen sozusagen diese Tambo-Kollektion mit solchen Bändern ein, ne? Mit solchen Kunststoffbändern ein. Und ich wollte aber gerne, dass wir, weil das einfach halt auch nochmal sozusagen irgendwie vom Design her mehr diesen Wollcharakter herausbringt, wollte ich gerne, dass wir die Kanten auch mit so einem Loden einfassen können. Nicht? Und das ist ein sehr, sehr dickes Material. Und da haben die Leute gesagt, das geht nicht, dass sozusagen so ein fettes Band irgendwie da das einfassen, das funktioniert nicht. Dann haben wir da eine neue Düse gebaut und habe ein bisschen was gelötet auch da dran. Und dann hat es funktioniert sozusagen. Das ist so ein Beispiel von Hunderten. Aber ich brauche dann schon irgendwie einen Tag lang da dran rumzubasteln. Das hilft, geht nicht anders. Hier sind Garne, verschiedene farbige und auch verschiedene Stärken. Das ist ein 30er Garn, das ist fast eigentlich wie so ein Knopflochgarn, also ein richtiger Tampen schon. Den verwenden wir für Absteppungen, Zweinadelabsteppungen, 80er Garne für Sachen auf Stoß nähen. Dann haben wir hier unsere Labels, unsere Nordwolle Patches, womit wir unsere Produkte branden hier. Zipper, also Reißverschlüsse, noch und nöcher, brauchst du immer viele, hast du nie genug.
Das sind hier so für Aufhänger. Weißt du, wenn eine Jacke zu für einen Aufhänger, machen wir sowas, produzieren wir sowas vor. Kordeln. Bei uns sind auch die Kordeln an der Kapuze, sind auch aus Wolle. Ne? Ist sozusagen alles komplett aus Wolle, das ganze Produkt. So kommt das aus dem Zuschnitt. Ne? Das sieht man jetzt hier. Das Modell ist Brigitte XXL 2x aus dem Auftrag 636. Ne, das ist jetzt, da werden die Teile alle übereinander gelegt, dann wird das zusammengerollt wie so eine Calzone. Und das ist deswegen so, weil jedes Gewebe hat eine rechte und eine linke Seite. Und damit hinterher sozusagen alle Teile auf der gleichen Seite liegen, werden die zusammengerollt, damit die nicht verrutschen können. Wir sammeln das immer so ein, zwei Wochen. Dann machen wir die Aufträge. Und wenn dann haben sechs Leute vielleicht eine Brigitte bestellt oder so. Und hier sind schon auch fertige Zuschnitte für, das sind die Innenfutter, die Baumwoll-Innenfutter. Brigitte, verschiedenen Hugiewit, das ist unser Pullover, Wieland, eine Herrenjacke, also verschiedenste, von verschiedensten Schnitten irgendwie für Innenfutter. Rasmus, das ist 3DX, also eine Steppjacke, Innenfutter. Ströpskin, das ist unser Kinder- und Babyschlafsack. Na, Ströpskin ist westfälisch. Das ist ein kleines Kind im Grunde genommen, ist ein Ströpskin. Und irgendwie, glaube ich, hatte meine Frau die Idee zu diesem Kinderschlafsack, deswegen habe ich das Ströpskin genannt. Die anderen Sachen hier, so wie Brigitte und Rugiewit oder so, das sind eigentlich, ja, wir sind ja hier östlich der Elbe. Und östlich der Elbe ist ursprünglich slawisches Siedlungsgebiet. Das heißt, alle Gegenden, in denen die Orte mit Itz, O und In enden, so wie Berlin und so, sind slawisches Siedlungsgebiet. Und die Slawen haben mal das pommersche Landschaft gezüchtet. Die waren in Stämmen organisiert. Das waren hier in Wismar die Obodriten und auf Rügen waren es die Ranen. Wenden zum Beispiel, da kommt das Wort Wendland her. Das ist auch ein slawischer Stamm gewesen. Und die hatten halt eine Mythologie, eine Sagen- und Mythenwelt. Und aus der sind diese Namen entlehnt. Einfach als Anerkennung für diese züchterische Leistung im Grunde genommen. Ne? Weil die haben den Grundstein gelegt für diesen Rohstoff, der jetzt hier sozusagen uns gute Dienste leistet. Hier sind schon vorsortierte Sachen. Das sind dann immer so eine Jacke oder was oder zwei Jacken. Kann sich der Näher wegnehmen und weiß, was er zu tun hat. Bei uns ist es so, dass jeder eigentlich, also ich kann das mal zeigen hier zum Beispiel, hier, das ist jetzt hier mal so ein Produktionsauftrag, Nummer 616. Das war ein 3DX-Auftrag, Rasmus, alles Rasmusse und ein bisschen Perch da noch dabei. Blau, Steppnacht, Grau. Und dann kann man hier hinten auch sehen, wer den genäht hat. Zum Beispiel Abdol ist einer unserer Näher, Abdol ist hier, NS weiß ich gar nicht so genau. Bratan, who is NS? Die arbeiten im Team. Das sind zwei NäherInnen, die hier bei uns im Team arbeiten zusammen. Man sieht auch, jede Jacke hat eine eigene ID. Das heißt, nicht jeder Artikel, sondern jedes Produkt, das wir herstellen, hat eine eigene ID. Weil wir ja auch mal, hier sieht man zum Beispiel, hier haben wir eine Ärmelverlängerung gemacht oder sowas. Ne? Und da müssen wir einfach Rechnung tragen. Und da kommt das her. Das heißt, wir können zu jeder Jacke von einem Kunden, wenn der uns sagt, was er für eine ID hat, können wir ihm sagen, wer die Jacke genäht hat. Kann er mal die Hand schütteln. Und für uns funktioniert es ganz gut. Wir haben unsere ganze IT darauf ausgerichtet, sozusagen, dass jedes Produkt individuell und einzigartig ist. So, wir gehen mal runter. Hier ist jetzt, steht hier mittendrin in unserer Halle unsere neueste Errungenschaft. Das ist ein Anhänger. Guck mal, wie groß der eigentlich ist. Ne? Hat der Überbreite? Nee, der darf gerade so, der ist gerade so, glaube ich, zugelassen. Ne? Und den wollen wir schick machen und wieder aufbauen. Und dann wird das unser Verkaufsmobil und Präsentationsmobil im Grunde genommen, wo wir dann auf Messefahrzeug sozusagen, ne? Auf Messe fahren können, auf Märkte fahren können und sozusagen unser Produkt in die Bundesrepublik mal ein bisschen bringen können, weil das ist sehr schwierig für uns. Wir kriegen viele Nachrichten von Kunden aus Süddeutschland, ja, wo kann man denn eure Sachen hier kaufen? Und da wir nicht im Einzelhandel vertreten sind, müssen wir uns eine Lösung überlegen. Und wir können halt sozusagen jetzt nicht überall Läden aufmachen, jedenfalls nicht sofort. Und deswegen fangen wir mal so an und tingeln mal ein bisschen durch Deutschland und gucken mal, wo man uns besonders lieb hat. Tourdaten gibt's, wenn geben wir dann raus und dann ist das klar. Wo hast du den her? Wo wir den Anhänger? Ja. Über Kleinanzeigen. Wo sonst? Was ist das denn? Weiß ich nicht ganz genau, was der gekostet hat. Möchte ich vielleicht auch nicht sagen. Also es ist nicht ganz billig. So, das muss man schon auch, das muss man kaufen, nicht? Guck mal, wie riesig der ist. Und was war es vorher? Weißt du das? Blumen. Hat einer Blumen verkauft. Hier ist neu hier unsere Wärmepumpensituation. Wir haben jetzt auch eine Heizung seit neuestem, weil es war wirklich,
Also die haben wir erst letzte Woche in Betrieb genommen und wir haben jetzt Ende Oktober und davor waren hier, die haben richtig gefroren. Also wir waren so kurz vor der Rebellion hier, die saßen hier mit Schal und aber wir waren halt noch nicht schneller fertig, wir haben hier echt Gas gegeben und so. Und jetzt haben wir sie in Betrieb genommen. 3 Wärmepumpen stehen draußen. Wir sind sehr modern unterwegs beim Heizen. Ich bin mal gespannt. So richtig Sinn macht das erst, wenn wir die PV-Anlage auch auf dem Dach haben. Ne? Wie gesagt, die ist jetzt 3 oder 4 Tage an und hat schon 100 Euro Heizkosten verbraucht. Ne? Also wenn, das läppert sich dann. Das ist natürlich dann ein bisschen fett. Gut, so, dann haben wir hier den Lärm. Der kommt hierher. Das ist Henry, der schneidet hier zu. Hier kannst du das erkennen, hier ist das Schnittlagebild und die Maschine hat ein oszillierendes Stoßmesser und fährt einfach die Kontur ab mit dem Messer. Das ist im Grunde genommen das Ding. Das ist berechnet, dass da möglichst wenig Unfall ist? Eine Heuristik, also ein Computerprogramm. Das rechnet über Nacht und findet dann die optimale Auslastung. Kriegt man so eine Maschine her? Da bin ich nach Peking geflogen und hab die damals für uns anfertigen lassen. Weil wir wollten die Maschine haben, damals noch zusammen mit der Steppmaschine. Die waren verbunden beide. Die Steppmaschine hat gesteppt und der Cutter hat immer gleich geschnitten. Und um das zu synchronisieren, das war nicht ganz einfach und da gab es keine deutsche Maschinenbaufirma, die uns das machen wollte. Deswegen musste ich da nach China gehen. Aber das hat ja auch damit zu tun, es gibt ja auch keine textile Produktion mehr in Deutschland. Es gibt ja hier niemanden mehr, der das noch macht. Und deswegen sitzen jetzt die Maschinenbauunternehmen auch alle da, wo das stattfindet, wo auch genäht, geschnitten wird. Ja, wie kriegt man so einen Kontakt nach Peking, um genau den richtigen Ansprechpartner zu finden? Internet gefunden. Nein, wenn was kaputt geht, dann reparieren wir das selber. Wir haben die ganze Maschine schon komplett auseinandergebaut und wieder zusammen. Schon auf links gedreht, umgekrempelt und... Nee, das ist kein Problem. Simon. Neben der Minibagger an, der kleine. Rechts unten, Zünsch. Ja, das habe ich probiert, aber der... Was macht er denn? Oh, das ist schlecht. Ach so, ja, mache ich. Wir haben gerade ein technisches Problem. Pass auf, also hier ist die Legemaschine, die legt Stapel übereinander. Guck, solche Stapel kann die legen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 20 Lagen übereinander legen müssen, dann macht das die Maschine. Die fährt vor, zurück, schneidet ab, vor, zurück. Das ist eine Legemaschine. Hier ist Lager, eine Lagersituation. Und es ist auch sehr dunkel, weil wir haben noch kein Licht hier. Die Elektroinstallation mache ich halt hier auch. Deswegen, da bin ich noch nicht dazu gekommen, sozusagen. Das ist eigentlich das Ding. Genau. Und hier ist die Stepperei. Hier produzieren wir Steppwaren. Jetzt gerade Bettdecken. Sind wir hier unterwegs. Winterbettdecken werden gerade produziert, weil wir die ganz gut verkaufen. Und da kommen wir gerade so hinterher, ne, mit der Produktion. Ja. Genau, guck, jetzt seht ihr das. Die Maschine fährt jetzt los. Steppt unser Logo da rein. Genau. Ne, und du siehst halt hier, das ist eine Wattierung aus Wolle. Ne, das ist ein Hauch von nix im Grunde genommen. Und das spannt ein großes Volumen auf bei einem sehr, sehr geringen Gewicht. Und das isoliert immer extrem gut. Also die Decken sind super leicht und isolieren sehr gut, sind super warm, aber kühlen auch. Das heißt, du schwitzt auch nicht in dem. Und das ist so ein Aha-Effekt. Wir verkaufen uns eigentlich dumm und dusselig an diesen Decken, obwohl wir da nie wirklich Werbung für gemacht haben. Also das geht sozusagen auf Mund-zu-Mund-Propaganda oder so läuft das eigentlich nur. Da sind wir echt happy mit dem Produkt. So, jetzt müssen wir nach dem Minibagger mal gucken. Der Simon, der kriegt das nicht an da. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Vielleicht kriegt er keine Luft. Wo kriegt er denn Luft? Irgendwas mit Dreck zu? Kann eigentlich nicht, ne? Haben wir die Karre schon geschrotet, ey? Scheiße. Das wäre ja dann schnell gegangen. Also wenn er qualmt, kriegt er auf jeden Fall Kraftstoff, ne? Oder? Schlecht. Ich versuche ihn mal zu erreichen, ja? Ich gehe mal zu Ina und versuche ihn mal zu erreichen. Okay. Und deswegen
Nie Pause machen. Immer durchziehen. Wer weiß, ob die Karre wieder anspringt. Das ist es immer. Hallo, also ich bin's nochmal. So, und wo gibt's jetzt hier ein, sag noch. Okay, warte mal. Das probieren wir es nochmal. Ja, okay. Ja, alles klar, das war's. Ja, ist an, läuft. Das war's. Also pass auf, hier ist ein, hier, wenn man den hier so, wenn man das hier so runter macht und da drauf drückt, also diesen Hebel hier runter drückt, dann geht die Hydraulik da vorne irgendwie an und dann hat er zu viel Druck auf der Pumpe und dann gibt er alles, um das zu schaffen und dann ist irgendwie die Situation problematisch. Gott sei Dank, ey, nicht kaputt. Okay, wir machen weiter. Hä? Das ist unser Schafstall. Genau, hier ist gerade eine Ausmistsituation. Das heißt, er wird gereinigt im Grunde genommen. Und ja, also hier stehen, das ist die Stallgasse im Grunde genommen, hier stehen die Schafe und die kriegen dann die Raufen, die gehen dann wieder rein und da werden die hier gefüttert. Nicht? Hier ist noch die Wolle von der letzten Schuhe. Ist hier noch Wolle, liegt hier noch Wolle. Genau, nicht auf beiden Seiten, nur auf der Seite, mehr brauche ich nicht. Das sind ja Schafe. Ne? Ich habe jetzt 25 Mutterschafe. Genau, und entsprechend viele Lämmer und für die reicht das hier locker aus. Ne? Locker aus. Fühlen sich hier auch ganz wohl. Das Schaf braucht halt einen Stall, der möglichst luftig ist, aber nicht zugig. Und das ist hier genauso gegeben. Ne? Gut, die Scheiben sind alle raus, aber luftig ist auf jeden Fall. Hier steht unser Baukran, gerade abgebaut. Das habt ihr ja im vorherigen Video gesehen, wie wir das gemacht haben. Da steht er, die traurige Gestalt. Der muss demnächst wieder aufgebaut werden. Warum? Ein Baukran verschleißt viel schlimmer, wenn er abgebaut ist. Weil jetzt steht er ja auch nicht perfekt in Waage. Und jetzt kann Wasser in den Drehkranz eindringen und nicht wieder raus, weil er nicht in Waage steht. Ne? Wenn du ihn aufbaust, dafür musst du ihn perfekt in Waage stellen. Und dann dreht er sich auch immer und drückt das Wasser raus. So verschleißt er viel, viel stärker. Und der soll ja dann im Frühjahr die PV-Anlage aufbauen. Hochheben aufs Dach. Das wird dann hier passieren, hier vorne. Hier ist unsere Scheune, von außen nochmal gesehen. Das ist, hier sind diese Containersituation. Die muss natürlich jetzt unbedingt behoben werden, sobald wie möglich. Die werde ich dann verkaufen. Ich hatte die damals gekauft, als wir nur in diesem Anbau produziert haben. Das heißt, Lager, Kommission, Versand und alles hat da drin stattgefunden. Und jetzt sind die obsolet, Gott sei es gedankt. Ne? Und jetzt können die weg. Für 2,5 oder so würde ich mich wohl trennen. Einer davon ist ein Isoliercontainer, das ist ganz interessant, weil der auch ein Kühlaggregat hat, also ein Kühlcontainer. Das ist ein 174er, ganz wichtig. Sieht aus wie ein Haufen Schrott, aber macht hier sehr, sehr wichtige Jobs. Zum Beispiel beim Kranabbau, da kann man sich das angucken, das Gerät in Aktion. Ja, und hier haben wir ein kleines Baustofflager. Das ist so Zellulose-Dämmung. Steiko-Flock heißt das. Das ist eine Einblasdämmung. Ne? Da hinten sind noch ein paar USB-Platten. Da hinten sind Schamottsteine von den Kachelöfen, die wir rausgerissen haben. Da kann man mal einen schönen Pizzaofen oder sowas draus bauen. Hier stehen Sortimo-Regale. Die kommen aus unserem T5. Also falls jemand Interesse hat an diesen Sortimo-Regalen, dann sollen die sich mal melden, weil die sind sehr wertvoll, langlebig. Und die sind top, nicht? Und wenn jemand die käuflich erwerben möchte, dann ist das durchaus möglich. Da liegt meine Windsurf-Ausrüstung. Ich komme natürlich nicht mehr oft dazu, das ist klar. Ich nehme mir dann immer so die Sahnetage raus. West, Nordwest. Und 3 Tage lang. Und am dritten Tag, also 3 Tage richtig Wind und am dritten Tag macht es Spaß. Dann gibt es eine Welle, die sich dann schon aufgebaut hat und dann geht's los. Viel mehr ist es nicht. Dahinter ist noch ein bisschen Grundstück und Wiese und eine Obstbaumwiese und sowas. Aber das ist es eigentlich im Wesentlichen. Ja, so Leute, das ist also sozusagen unser Hof gewesen hier im Wesentlichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch jetzt ein bisschen orientieren hier, wo hier was ist. Auf jeden Fall seid ihr immer herzlich willkommen. Ihr könnt jeden Tag vorbeikommen, von 8 bis 15:30 Uhr sind wir hier. Könnt ihr mal schnuppern bei uns, wie so die Produktion, wie das so funktioniert und das mal live erleben. Das ist ja mal was anderes. Ob man nun vor der Mattscheibe sitzt oder dass man wirklich sieht, das ist immer nochmal ein Unterschied, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst uns doch mal irgendwie ein Like da und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Feel free. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat und ob ihr euch das so vorgestellt habt. Genau, wir machen jetzt mal weiter. Ich muss jetzt noch ein bisschen Mist schaufeln und ihr schaltet ab. Ich wünsche euch was. Tschüssikowski.